Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radikal Glücklich, deinem Podcast für ein strahlendes und sehr gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 39 und sie ist wieder eine Live-Coaching-Folge, über die ich mich sehr freue, denn sie passt total gut zu der vom letzten Mal. Also es geht um Ina, eine junge Mutter. Und was ihr Thema ist und wie wir uns da durchwühlen, das erzähle ich dir gleich. Vorher geht ein Dankeschön an den Sponsor dieser Folge. Brain Effect hat diese Folge gesponsert. Und Brain Effect liebe ich, weil ich in der letzten Woche ganz schön angespannt war. Ich habe das Gefühl, ich bin immer noch etwas schief von meinem Unfall. Und wenn ich angespannt bin, hilft mir ihr Recover CBD sehr, weil es mir hilft, auf natürliche Weise etwas Entspannung in meine Muskeln zu bekommen und so erholter und lockerer durch den Tag zu gehen. Und wenn ihr Lust habt, mehr über Brain Effect zu erfahren, ihr findet einen passenden Post auf dem Blog auf Glücksplanet und ihr kriegt 20% mit dem Code SILJA20. Also checkt aus, Brain Effect hilft mir gerade sehr. Und jetzt viel Spaß mit Folge 39 und ich coache Ina. Ina ist eine junge Mutter, sie hat einen 11 Monate alten Sohn und sie hat das Gefühl, seit dem Ende ihrer Schwangerschaft und seitdem ihr Kind da ist, ist es irgendwie zu laut, um ihre innere Mitte zu finden. Und sie kommt in den Meditationen nicht mehr so klar. Überhaupt fehlt ihr ein bisschen auch der Raum zu meditieren. Und vielleicht kennst du das auch, selbst wenn du kein kleines Kind hast, dass dir der Raum fehlt. Wir schauen uns an, wie sie ihre innere Mitte finden kann. Und sie kriegt so einen guten Kontakt zu dieser Mitte. Und wir besprechen quasi mit ihrer Mitte, was sie tun kann, um in ihrem Alltag wieder entspannter und glücklicher zu sein. Ich finde, die Frage ist wunderbar und passt so gut zum letzten Mal, wo es um die Kratzer auf der Platte geht und dass wir unseres eigenen Glückes Schmied sind, worum es in dieser ganzen Radikal-Glücklich-Reihe geht. Also ich wünsche dir viel Spaß bei der Folge und sage lieben Dank, dass du dabei bist. Schick mir gerne hinterher wieder deine Gedanken zu der Folge und ja, ich freue mich einfach, dass du zuhörst. Danke dafür. Und ein Live-Coaching im Podcast. Ich freue mich sehr und spreche heute mit Ina. Ina ist eine junge Mutter und hat mir geschrieben, dass sie ein bisschen mehr in ihre Kraft wiederkommen kann. Und mal gucken, ob das heute noch ihr Thema ist. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die Zeit mit dir, liebe Ina, und sage hallo. Hallo. Ich beginne gerne so ein Coaching damit, dass du mal für dich kurz vielleicht einen Atemzug dir nimmst, mal kurz in dich reinhörst und überlegst, wenn jetzt, wenn irgendwas nachher anders sein sollte, nachdem wir gearbeitet haben, was wäre denn gut, was könnte sich verändern? Worauf hättest du Lust? Und wenn du das für dich klar hast, machst du Augen auf und erzähl's mir. Ja, vielleicht eine andere Sichtweise auf die Situation, auf das Leben, auf die Umstände. Genau, eine positive Sichtweise oder Sicht aus der Liebe heraus. Genau. Aus der Liebe heraus. Das ist aber eine sehr schöne Intention, ne? Vielleicht magst du mir ein bisschen erklären, dass erstmal das Ziel abgenickt, bin ich schon voll, dann bin ich schon Fan von. Obwohl es ja nicht um mich geht, ne, aber es ist immer schön, wenn ich das auch mag. Vielleicht magst du mal kurz mir ein bisschen erzählen, wie ist es denn im Moment, wenn du sagst, so boah, ich würde gerne eine andere Sichtweise haben. Wie ist denn gerade deine Sichtweise? Was sind die Dinge, die einfach schwierig gerade sind, die dich bewogen haben zu sagen, okay, ich brauche jetzt mal ein Coaching? Ja. Ja, also ich habe immer so eine Sichtweise, die ist immer, also meist eigentlich nur von Angst geprägt und von Sorgen und ja, genau, einfach so eine negative Sichtweise, dass ich auch immer daran hängen bleibe, was nicht funktioniert und was schwierig ist und was ich nicht kann, genau, und ich sehe für mich nicht den Weg, also ich hätte den Wunsch, meinen Weg einfach zu finden, so die innere Stimme zu hören und
meinen Weg mit Kind und auch als Familie zu finden, genau. Und davon, ja, fühle ich mich so ganz weit entfernt einfach, ja. Jetzt ist ja dein Kind ist noch ziemlich jung, ne? Er wird jetzt dann ein Jahr, genau. Ist ja sowieso ganz schön, wo sich die Welt irgendwie, also ich erinnere mich an dreimal habe ich das mitgemacht und ich hatte das Gefühl, ich bin einmal auf links gedreht das Jahr, ne? Ja. Wie war das denn vorher bei dir? Erzähl mir mal davon. Wie war das, bevor dein Sohn zur Welt kam? Also noch vor der Schwangerschaft oder? Ja, wann immer du, wo ja. Was du erzählen magst. Ja, also da war auch schon häufiger, dass es mir schwer fiel, auch nach der Arbeit, also ich habe Vollzeit gearbeitet, dass ich da abends noch Energie hatte. Also ich brauchte da immer sehr viel Ruhe und es war für mich dann auch schwierig zu organisieren, dass ich einfach noch, das zu essen da ist und oder dass ich mir was koche, weil ich einfach so energielos dann auch war. Und besser wurde das auch, was mir sehr geholfen hat, wenn ich jeden Tag meditieren konnte. Genau, und eigentlich kam ich auch dadurch überhaupt, mich damit zu beschäftigen, mit Meditation und all diesen Dingen, auch spirituell, dahinter, dass ich nicht den Weg von anderen gehe, sondern eben meinen und dass es okay ist, so wie ich bin oder dass ich auch nicht unbedingt kochen muss, sag ich mal, und dass ich einfach zufrieden bin und ja, das aus einer anderen Sicht das sehen kann. Und ich hatte auch schon tolle Erfahrungen in Meditationen, ganz tolle Erlebnisse. Und es fehlt mir jetzt auch. Mir fehlt eigentlich dieses angebunden zu sein. Ja. Und wie sieht es aus mit der Meditation momentan? Schaffst du das einzubauen? Also es ist momentan so, dass ich versuche, also unser Sohn, er schläft auch jetzt eigentlich nur auf meinem Schoß, auch tagsüber. Und dann versuche ich in dieser Zeit, wenn er da schläft, das versuche ich ein bisschen so für mich zu nutzen und dann zu lesen oder auch mal ein Gebet zu sprechen oder auch ein bisschen zu meditieren. Aber es ist nicht... Es ist nicht so, ich komme da nicht so, es geht nicht so, wie ich das vorher kannte auch. Wobei ich auch sagen muss, das war schon zum Ende der Schwangerschaft, dass es nicht mehr so, dass ich da weit weg von meiner Mitte irgendwie war, ja. Okay. Ja. Und wenn du wirst selber schon drüber nachgedacht haben? Ja. Über die ganze Sache und wenn es einen guten Grund gäbe, warum du gerade nicht so in der Mitte bist, was wäre der gute Grund? Wozu führt es, dass du gerade nicht diese Erlebnisse hast, dich nicht so angebunden fühlst? Was stellt das sicher? Wozu das führt oder wie meintest du das? Wenn das etwas Gutes hätte. Hätte was Gutes. Ach so. Es hätte was Gutes. Was könnte das sein? Könnte das was Gutes haben? Könnte das einen Grund haben, ich gerade nicht angebunden bin? Ja, es könnte mir natürlich mich was lehren oder also eine Herausforderung sein, aus der ich dann was lerne, einfach etwas, ja. Okay. Ja, das kann tatsächlich sein. Ja. Und wenn das so ist, was lernst du im Moment? Wir gucken mal erstmal auf deiner bewussten Ebene, bevor wir in die Emotionen gehen. Ne? Aber was lernst du im Moment? Was lerne ich gerade? Über das Leben, über dich, über das Mutterleben. Ja. Also ich lerne gerade Verantwortung zu übernehmen, erwachsen zu sein.
dann für jemand anderes da zu sein, permanent. Was lerne ich noch? Einfach auch, also ich lerne auch, dass ich nicht so wichtig bin. Aber das fühlt sich nicht so richtig gut an. Nein. Nee. Also ich sag dir, was ich gerade mache. Ich checke, ob ein Teil von dir dafür sorgt, dass es so ist, auf einer bewussten Ebene. Deshalb frage ich dich, was könnte ein guter Grund sein? Es könnte ja auch sein, wenn ich jetzt zu spirituell werde, dann achte ich vielleicht nicht so gut auf mein Kind oder so. Dann hätten wir damit arbeiten müssen. Ne? Ich verstehe. Wenn solche logischen Verbindungen gäbe, wie so Schnüren. Habe ich gedacht, ich check mal, wie die Lage ist in deinem Kopf, in deiner Logik, in deinem, nicht hier, sondern hier. Yeah. Sag mir mal noch ein bisschen was zu deiner Situation. Es ist ja etwas untypisch, was ich aber wertfrei meine, dass dein Kind auf deinem Schoß schläft. Hat das eine oder ist das so ein Bonding-Sache, die ihr da sehr extrem macht? Oder was ist das? Also am Anfang oder sage ich mal nach der Geburt, da war ich sehr, ich hatte dann Bluthochdruck und ich war da in einer extrem großen Angst. Auch eigentlich muss ich sagen, ich hatte da Todesangst zu dem Zeitpunkt. Und ich konnte da gar nicht so für ihn da sein. Und ich war auch völlig körperlich gar nicht mehr, also total geschafft. Ich wusste überhaupt nicht mehr, wie ich überhaupt existieren soll, sage ich mal. Und da hat mein Mann dann sehr viel gemacht. Also mein Mann hat sich sehr um unseren Sohn gekümmert und hatte ihn eigentlich immer bei sich. Und er hat auch von Anfang an eben nur geschlafen, wenn er eigentlich auf jemanden lag, auf meinem Mann oder auf mir. Und wir haben das immer mal wieder versucht, ihn auch in ein Beistellbettchen zu legen, sag ich mal. Aber er hat dann immer geweint einfach. Und dann und mir fällt es extrem schwer, wenn er weint oder auch schon, wenn er nur unzufrieden ist, ihn allein zu lassen dann. Ja, das ist auch. Also ich meine, bevor ich jetzt einen Shitstorm kriege, wenn das online geht. Aber da bin ich ein totaler Fan von auch diesem Instinkt zu folgen, weil als Kind wir nicht das Verstehen haben, dass jemand wiederkommt, sondern wenn wir verzweifeln, ein Kind verzweifelt ist, fühlt es die Verzweiflung in jeder Pore und die Gefahr, dass wir ein tiefes Gefühl von Verlassensein haben oder Ohnmacht, ist einfach riesengroß. Ja. Bei meinem dritten Sohn hatten wir das auch. Die anderen beiden haben super in ihrem Bett geschlafen, aber der hat auch nur bei uns im Bett geschlafen. Da haben wir immer versucht, ihn dann wieder in sein Zimmer, in sein Bett zu bringen. Ja. Der ist jetzt 11 und seit ein paar Jahren kommt er auch nachts nicht mehr rüber, aber das war, glaube ich, die erste. Also er hat halt nicht auf uns geschlafen, sondern neben uns. Das hat es etwas leichter gemacht. Yeah. Da kann man immer morgens früh aufstehen und sich rausschleichen. Ja, also in der Nacht schläft er auch neben uns. Ah, okay. Genau, also da schläft er nicht jetzt auf mir, das ist nur tagsüber. Genau. Ah, da kann, ja, schön. Schön, schön. Gut, okay, pass auf. Lass uns arbeiten mit diesem Gefühl und dem, ich habe genug in der Logik rumgewurschtelt und du wirst dir selber schon genug Gedanken gemacht haben. Ja. Und ich würde gerne mit dir mal schauen, ich würde, glaube ich, gerne mit dir meditieren und mal gucken, wie es ist, wenn wir zusammen meditieren, ob die Mitte wirklich weg ist oder ob nur gerade die Umstände so sind, dass du dich ablenken lässt. Und das ist zwei Paar Schuhe. Wenn die Mitte weg ist, können wir den Weg dahin freimachen. Und dann machen wir das zusammen auch in der Meditation jetzt gleich, sodass du da tiefer gehen kannst und wenn du meditationserfahren bist, dich da ein bisschen fallen lassen kannst. Und wenn es aus anderen Gründen so ist, dass du
dass dein Umfeld quasi oder wie das Leben gerade ist, es nicht möglich macht, dann können wir damit arbeiten. Aber es sind zwei verschiedene Dinge. Einmal finde ich meine Mitte nicht, wenn ich mich hinsetze, oder ist mein Leben gerade nicht so, dass ich das nicht hinkriege? Mhm. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Und es kann durchaus sein, dass mit deinem Kind auf dem Schoß das eine andere Art von Verbindung ist, weil ein Teil deiner Energie bei deinem Kind ist. Mhm. Und ihr eine Einheit seid. Und wenn du dann alleine meditierst, ist es eine andere Art von Aufgeschlossenheit, eine andere Art von Energie. Yeah. Was nicht heißt, dass es nicht geht, aber das ist halt, dass es sich anders anfühlt, finde ich, glaube ich, ist normal. Mhm. In meinem Verständnis, meine Logik, ne? Ja, ja. Okay, hast du Lust, das mal auszuprobieren? Magst du mal probieren, ja, meditieren? Ja, sehr gerne. Ja. Hast du mit geführten Meditationen auch meditiert oder nicht? Hatte ich auch schon, ja. Mhm. Okay, gut, dann lass uns das mal probieren und mal schauen, mhm, ob das angenehm ist und wie wir versuchen mal, ob wir dich nach unten kriegen zu deiner Mitte, zu deiner inneren Stimme, okay? Mhm. Ja. Sehr schön. Ja. Dann sitz ganz bequem, mhm, sodass du entspannt bist und die Wirbelsäule, die Aufrichtung fühlen kann. Ah ja. Und lässt deinen Atem langsam ein- und ausfließen. Du spürst, wenn du einatmest, wie die Luft durch die Nase zieht. Bisschen dunkler. Ich werde dunkler gedreht. Mach die Augen wieder zu. Tief ein und aus. Fühl beim Einatmen, wie Luft die Nase entlang zieht, die Wirbelsäule runter bis in dein Becken. Und ausatmen, fühl, wie die Luft wieder nach oben zieht und rausströmt. Spür die Länge deines Atems, ohne was verändern zu wollen. Fühl, wo du sitzt, dass es dir gut geht. Den Stuhl unter dir, dass du sicher bist. Und dann spür mal oben rein in deinen Kopf, wo all die Gedanken schwirren über Kochen und Müll rausbringen und was das Leben uns so verlangt, abverlangt. Und stell dir vor, die Gedanken, die sausen so ein bisschen vorbei, wenn einer aufkommt. Der bleibt gar nicht, sondern der saust weiter. Und immer wenn du atmest, fühlst du deine Mitte im Brustkorb, während oben in deinem Kopf es ein bisschen hin und her saust. Aber du merkst, dass du deine Aufmerksamkeit immer mehr in deine Mitte ziehen kannst. So als würdest du ein bisschen Fokus aus deinem Kopf herausziehen, in dein Herz und Bauch. Und du spürst den Atem da unten, herzweiten, bauchweiten. Und spürst, wie sich alles wieder anschmiegt bei der Ausatmung. Ein und aus, genauso. Und während du lang und tief atmest und immer, wenn ein Gedanke kommt, ihn einfach wieder ausatmest und weiterziehen lässt. Guck mal, ob du dein Herz wirklich gut fühlen kannst, die Mitte deines Brustraums. Spür die Verbindung dahin. Und dann fühl über dir, ganz weit oben, weit über deiner Zimmerdecke, die auf wundersame Weise verschwindet, fühl ein riesiges Licht auf dich runterstrahlen.
wie so eine große Energie. Und das Licht, das funkelt und hat eine eigene Wärme und Klarheit. Und du spürst, dass ein Lichtstrahl aus dieser wundersamen, riesigen Quelle von Licht direkt auf deine Kopfeskrone trifft. Und du spürst das Licht innerlich weiterziehen bis zu deinem Herz und sich dort sammeln. Und du tankst mit jedem Atemzug mehr von dem Licht. So als könntest du Fokus und Klarheit und Leichtigkeit reinsaugen. Du spürst das helle, glitzernde, warme Licht in dir sich ausbreiten, den Raum deines Herzens einnehmen, Schultern, Arme und Hände. Spürst es in den Bauchscheinen sich ausbreiten. Mit jedem Atemzug wird es größer und größer und du tankst mehr und mehr Licht. Du spürst es bis in die Zehen und du spürst deinen ganzen Kopf gefüllt von Licht. Eigentlich dein ganzer Körper. Stell dir vor, dass die Hülle deiner Haut auch ganz durchlässig wird für das Licht. Und es wie so einen Schein um dich herum macht und nach außen strahlt. Und du atmest weiter tief und das Licht kommt von oben rein und verteilt sich in dir, strahlt nach außen. Tank mehr Licht. Und noch mehr Licht. Spür, wie es sich verteilt. Sehr gut. Mach noch ein bisschen größer. Ja. Und dann frag mal in diese Präsenz von Licht hinein. Bin ich sicher? Und wenn du eine Antwort fühlst oder hörst, dann sagst du dir einfach. Ja. Und wieso klappt es gerade nicht, wenn ich meditieren will? Ich fühle meine Mitte nicht. Was ist da los? Frag mal in da rein, in die Präsenz. Was kann ich tun? Zu laut. Es ist alles zu laut. Es ist zu laut. Was ist die Lösung? Frag mal rein, liebes Licht, was ist die Lösung? Kann ich etwas tun? Soll ich etwas sagen? Ja. Ja, sag was. Ja, es kam nur ja. Ja. Okay, was kann ich tun? Was kann ich tun? Ruhe. Also. Ja. Ja, Ruhe. Bleib bei dem Licht. Stille. Mhm. Stille Ruhe, okay. Bleib da. Fühl das und guck gleichzeitig, während dein Ohr da unten ist. Schau, ob Bilder auftauchen vor deinem inneren Auge. Und wenn ja, dann erzählst du davon. Manchmal passiert das nicht immer. Also ich sehe jetzt ein Schaf.
Ach, wie schön. Und frag mal, wieso ein Schaf? Das ist interessant. Ja, da kam irgendwie, es ist kuschelig, es ist gemütlich. Okay, na gut. Bleib bei dem Licht, atme einen Atemzug ein und fühl die Präsenz. Wie kann ich mehr Stille und Ruhe finden? Es kam irgendwie auch noch, es ist genügsam. Es ist genügsam. Mhm. Soll ich genügsamer sein? Ja. Habe ich aber nicht so Lust. Atme rein und sag, okay, was heißt das genügsam? Erklär mir, was heißt genügsam? Geduldig soll ich auch sein, geduldig. Geduldig. Wie kann ich lernen, geduldiger zu sein? Ich will das lernen. Sei es einfach, ja. Sei es einfach, okay. Sei es einfach sein, in dem Moment. Fühl mal das Licht. Und frag, kann ich irgendetwas tun oder ändern im Moment? Ja. Und was? Und keine Antwort. Okay, bleib bei dem Licht. Liebes Licht, kannst du mir zeigen, was ich tun oder ändern kann? Ja. Okay. Dann schick mir ein Bild oder ein Zeichen. Und wieder das Schaf. Ist das Schaf mein Zeichen? Ja. Mhm. Wenn ich das Schaf sehe, soll ich genügsamer sein? Oder was? Oder mich einkuscheln? Was heißt das Schaf? Genügsamer sein. Genügsamer sein, okay. Fühl mal, wie deine Mitte sich anfühlt, liebe Ina. Und tank das noch ein paar Atemzüge lang. Und wenn du irgendeine Frage hast, dann beginn mal einen Moment für dich selber in den Dialog zu gehen. Innerlich, ganz in Ruhe. Also mir fällt es jetzt gerade sehr schwer. Ja, weil auch nebenan ich meinen Sohn höre, der mit meiner Mama spielt. Und ich bin dann sehr im Kopf, also ja. Pass auf, und dann lass uns das, ja. Weil das ist ja im Moment dein Alltag. Und du hast genau, gerade, genau. Du sollst genügsam sein. Und genügsam heißt auch verzichten auf perfekte Bedingungen. Mhm. Weil das Schaf grast, egal wie die Wiese aussieht, es sucht sich das grüne kleine Stück. Mhm. Also bemerk mal, wie du im Kopf bist. Bemerk das.
Und versuch über lange Ausatmung über den Mund ein Stück davon ziehen zu lassen. Du musst gar nicht ganz, aber wie als würdest du einen dicken Zeh unten in dieses Licht in deinem Brustkorb halten wollen. Und jede Ausatmung bringt dich ein Stück mehr nach innen. Du atmest lang und tief. Und immer wenn ein Gedanke kommt oder ein Geräusch, nimm es wahr, atme aus, lass es wieder ziehen. Und wie ist es jetzt? Es ist jetzt etwas besser. Es ist jetzt auch im Nebenraum still geworden. Ja. Das Universum so, okay, wir können, sie hat es verstanden, wir machen jetzt wieder Ruhe. Mach mal, streck die Arme mal nach oben und dann machst du langsam die Augen auf. Ich muss mal kurz mir was aufschreiben. Okay. Wie war das? Zuletzt hast du gesagt, ist es sehr schwer. Wie war das am Anfang? Du hattest das Gefühl, du hast einen ganz guten Kontakt? Ja, also es ging, aber es fiel mir, es war nicht so eine Leichtigkeit. Also ich hatte immer so in der Stirn nicht so eine Verkrampfung oder ja, dass ich mich so konzentriere oder. Wo ist die hier? Ja, genau, ja. Du weißt, was, bist du Yogi? Weißt du, was das ist hier? Stirnchakra, ja. Das ist das Stirnchakra, das dritte Auge, ja. Neben zwischen unseren Augenbrauen. Und hier ist das Tor zu dem Glauben, dass es mehr gibt. Hier ist die, dass wir mehr sehen als das, was offensichtlich ist. Dass wir unserer Intuition vertrauen. Das ist alles hier. Ja. Also sie hängen immer, die Chakren hängen ja, du kannst sie nicht isoliert sehen, sie hängen zusammen. Ja. Yeah. Aber es passt ganz gut zu deinem Thema. Also vielleicht fassen wir mal diesen ersten Teil ein bisschen zusammen, wenn du magst. Also es ist nicht so leicht, sondern um diesen Kontakt herzustellen, musst du dich anstrengen. Das magst du aber nicht so gerne. Einfach nicht so ja. Schön. Ja, also ich hatte eher, oder ja, wie will ich sagen, mir gelingt eigentlich, oder die Intuition eher, wenn ich in Leichtigkeit, also wenn ich mich nicht anstrenge, wenn es einfach so fließt, wenn... Warum strengst du dich an? Ja, wahrscheinlich, weil ich so viel im Kopf bin, weil... Warum bist du so viel im Kopf? Weil es so laut oder laut ist oder ja, ich bin, glaube nicht in dem Moment. Ich zerdenke so vieles oder es sind so viele Ängste da. Machst du das schon immer oder ist das erst nach deiner Geburt und wo es dir nicht gut ging? Oder ist das schon immer so? Also generell bin ich schon ein Mensch, ja, der sich sehr viele Gedanken macht, schon immer. Und auch sehr viele Ängste hat. Und ja, seit ich mich eben mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität befasse und Meditation, ist es viel, viel besser geworden. Und das hast jetzt du fehlt gesagt. Mir die Zeit, genau. Aber Ina, du hast gesagt, du hast, ja. Wenn in Leichtigkeit findest du die Intuition gut, was normal ist. Wir sind sowieso am besten, kreativsten, am erfolgreichsten, wenn wir locker, leicht und aus Spaß handeln. Genau, ja. Was wir nicht erzwingen können. Und was bedeutet, wir können nichts beweisen, dass wir gut genug sind, sondern für diese Leichtigkeit müssen wir wissen, wir sind okay und gut genug und alles ist super. Das ist das, was uns super schwer fällt, weil wir ein Gehirn haben, was so nicht funktioniert. Aber du hast gesagt, das scheint ja mal anders gewesen zu sein. Ja. Und dann die Zeit nehmen konntest, ist das das Zeitthema wieder? Ja.
Ja, es ist das Zeitthema, ja. Und Also da habe ich auch am Tag eingebaut, dass ich einfach auch mal zwischendurch, wenn ich gespürt habe, jetzt passt es gerade gar nicht, dann bin ich auch einfach mal auf die Toilette und habe einfach mal 5 Minuten tief geatmet oder ja, also ich habe mich irgendwie rausgenommen zwischendurch. Und ich für mich oder ist ganz wichtig, dass es ruhig ist. Also ich, ja, dass es nicht laut. Also irgendwie, da fällt es mir sehr schwer, wenn es laut ist, wenn, genau. Gut, jetzt hast du aber dich entschieden, ein Kind in die Welt zu setzen. Ja. Genau. Was offensichtlich ein anderes Verständnis von Leid und Laus, Leid und Laus. Also war es zumindest mit meinen Kindern. Genau, ja, allerdings, ja. Ich muss einen neuen Weg geben, genau. Und es ist ja ganz spannend, weil es gerade da ja einiges kam auch an. Also du hast ja Antworten, hörst du die oder fühlst du die Antworten? Ich höre die. Ich höre die, ja. Ja, ich höre die. Gut, gute Verbindung nach innen, trotz irgendwie, wir beide haben noch nicht zusammen meditiert, obwohl draußen was los ist. Hast du ja trotzdem, okay, du musstest dich hier anstrengen, aber du hast ja trotzdem in Kontakt gekriegt und ein Zeichen und ein Bild. Ja. Wann immer du ein Schaf siehst, ab jetzt bedeutet es, Ina, dies ist die Erinnerung, genügsam zu sein. Ja. Ja. Genügsam heißt ja ein bisschen, also noch ein bisschen über dieses Schaf nachdenken. Das ist eigentlich interessant, weil du hast erst gesagt, es ist kuschelig. Kuschelig hast du gesagt? Ja. Und dann hast du gesagt, ungenügsam kommt. Und das war... Ich hatte das Gefühl, das Genügsam gefällt dir gar nicht so gut. Ja. Das ist nicht das Prinzessinnen-Symbol. Nein. Aber da mal hinzugucken, weil es bedeutet, dass deine innere Stimme dir rät, diesen Wunsch nach stille, Ruhe, perfekten Bedingungen ein Stück ziehen zu lassen, weil zwei Dinge Lärm machen, der Lärm und der Widerstand gegen den Lärm. Ne? Mhm. Und das, wenn wir denken, es muss jetzt leise sein und dann hören wir was, dann scheint es uns noch lauter, als wenn es uns Der Fokus macht etwas aus. Aber hier würde ich gerne jetzt im zweiten Teil mit dir dran arbeiten, dass wir mal in eine dieser Situationen gehen, wo du merkst, dass du total im Kopf bist und mal gucken, wie wir das auflösen können. Hast du Lust? Ja, sehr gerne, ja. Okay, dann mach doch noch einmal bitte die Augen zu und sitz ganz bequem und atme tief ein und aus und lässt den Atem sanft deine Schultern heben und lass sie sinken. Genau. Sodass dein Herz ein bisschen freier ist, Nacken, Schultern locker werden, Kiefer locker wird. Und du nimmst ein paar ganz tiefe Atemzüge. Kannst mal prüfen. Ich mag ja total gerne gucken, welches Nasenloch mehr Luft durchlässt. Zu mal schauen, wie das ist. Das rechte gerade. Und dann wechsel doch mal. Und auf eine verrückte Weise geht das ein bisschen. Und dann wechselst du wieder zurück. Und wieder zurück. Und diese lustigen Übungen mit unserer Nase lassen uns tatsächlich etwas rausgehen. Und in den Körper finden, wo mehr Intuition zu finden ist als im Kopf. Und wenn du jetzt so schön entspannst und mit deinen Nasenlöchern aufhörst zu spielen, geh mal in den letzten Tagen oder Wochen in einen der Momente, wo deine Gedanken so gerast sind und alles so laut war und du Sehnsucht nach Ruhe hattest und dieses Gefühl, nicht in deiner Mitte zu sein, richtig doll spürbar war. Und wir suchen so. Hast du schon? Ja, jetzt genau vor dem Coaching. Dann geh da rein, das ist so perfekt. Ja, ja.
Coaching-Bedingungen. Und dann sieh dich oder sieh nochmal das, was du da gesehen hast, wo du das richtig spüren konntest, wie die Szenerie aussah in dem Moment, wo du das so richtig spüren konntest. Und du atmest tief und siehst und hörst, was es zu hören gibt. Und vielleicht riechst und schmeckst du. Und dann spür mal in deinem Körper, wo du das fühlen kannst. Wo der Herz. Ja, im Magen. Im Magen. In der Höhe Nabel oder tiefer? Also höher. Also unter der Brust direkt, ja. Unter den Rippen. Okay. Solarplexus, ist okay. Atme da tief rein. Atme mal da rein in dieses Zentrum, wo du das gerade so fühlen kannst. Und dann untersuch mal, wie das mehr wird in deinem Körper. Okay. Atme weiter tief. Und dann lass die Szenerie wieder los. Lass die innere Leinwand weiß werden. Schick einen Moment Licht durch deinen Körper, um auch das Gefühl ein bisschen abzulöschen. Und tu mir mal einen Gefallen, nimm mal die Handflächen aneinander und reib die mal so aneinander, sodass du deine Hände fühlen kannst, die Energie fühlen kannst. Tu die mal weg voneinander, fühl die Energie dazwischen, genau. Und dann leg die auf die Stelle, die du gerade hattest. Leg die auf deinen Punkt, genau. Und schick dir erstmal selber ein bisschen wohltuende Energie da rein. Als könntest du Licht auch mit deinen Händen schicken. Dann legst du die Hände wieder normal ab. Atmest tief. Und wir wollen mal gucken, wo das herkommt. Konzentriere dich auf diesen Punkt unter deinem Rippenbogen, unter deinem Herzen. Und lass das Gefühl wieder kommen. Lass es einfach wieder, erinnere dich daran, wo du das gerade spüren konntest und dann lass es sich von dort aus ausbreiten. Und wenn es mehr wird und du es gut fühlen kannst, dann nick. Das richtig groß werden. Und nick, wenn du es fühlen kannst. Also ich kann es fühlen, aber nicht so stark. Ja. Fühl da mal rein und erinnere dich, wie das eben mehr geworden ist. Erinnere dich einfach daran. Mhm. Ja, genau. Und dann merken wir schon, dass es irgendwie automatisch ein bisschen intensiver wird. Und ich will dir relativ schnell zwei Fragen stellen. Wie alt war dein Körper, als er das zum ersten Mal gefühlt hat? 5. Okay. Wie lang ging der Moment? 1 Stunde. Okay. Mach die Augen auf, streck die Arme über den Kopf. Reck dich einmal kurz. Schüttel die Hände aus. Okay. Gut. Wenn wir eine starke Emotion haben, die eigentlich, also wo wir denken, so, wieso stört mich das so, wieso ist das so doll und wieso komme ich nicht weiter mit meinen Techniken, dann ist oft so, dass sich aus welchen Gründen auch immer ein altes Thema zeigt. Mhm. Alter Schrecken oder altes Gefühl, was uns nicht gut bekommen ist. Und wir können, nicht alle unsere Gefühle sind optimal verarbeitet worden und dann holt unser Gehirn das vor und spielt immer wieder wie diese Platte ab, quasi. Mhm. Also hast du eine Idee, was los war mit 5? Nee. Dann lass uns anders arbeiten damit. Lass uns das auflösen, ohne dass du da irgendwie rein musst. Pass auf. Erstmal ist für dich wichtig zu wissen, schau mal, das, was du gerade fühlst, dieses im Kopf sein, diese Unruhe,
dieses zu laut, was sich so körperlich zeigt. Das Körperliche ist älter als das, was gerade ist. Mhm. Weil ich zum Beispiel sonst dazu neige zu denken, ist das jetzt falsch und ich wollte es doch eigentlich so. Also dann stelle ich meine Entscheidungen in Frage und hadere irgendwie. Und das ist schon mal gut zu wissen, ach guck mal, das Gefühl hat eine ganz lange Geschichte schon. Mhm. Und wir lassen es auf eine Art los, sodass du dich davon freimachen kannst, ohne dass wir irgendwo zurück müssen. Weil wenn die... Oder? Und wir können mal prüfen, vielleicht fällt uns was ein. Wenn nichts einfällt, mhm. haben wir zwei Ideen. Wir können mal mhm. beide probieren. Ja. Wir testen mal rum. Ja, spannend. Ja? Okay. Hast du Lust, das loszuwerden? Ja. Ja. Können wir so weiterarbeiten mit Augen zu und so? Ist für dich angenehm? Ja, sehr gut. Mhm. Okay, super. Dann mach die Augen nochmal zu. Und schenk dir ein paar Atemzüge. Honoria, wie toll du das machst und wie gut du dich um dich kümmerst. Und fühl deinen Körper, fühl Füße, Beine. Spür dein Becken und den unteren Rücken. Bauch und Brustkorb. Spür die Schultern, Arme, Hände. Fühl deinen Nacken weich sein. Und spür deinen Kopf ganz leicht und klar. Und dein Atem fließt. Und stell dir vor, du sitzt in einem wunderschönen Kinosessel. So ein richtig schöner Sessel in einem tollen Saal. Du kannst die Lehne hinter dir fühlen und bist ganz entspannt, schaust du auf eine leere Leinwand. Und dann erinnerst du dich an das Gefühl unter deinem Rippenbogen. Und lässt es auftauchen, erinnerst dich an den Punkt, wo es war und wie das mehr wird. Und wenn du es gut fühlen kannst, dann nickst du. Und dann fühl das. Und dann guck zu der Kinoleinwand und schau mal, welches Bild entsteht, was mit diesem Gefühl zu tun hat und was schon viel älter ist. Und wenn ein Bild auftaucht, dann nickst du. Also ich sehe nur mich, aber jetzt keine Situation, also mich als kleines Mädchen. Super. Man sieht dieses kleine Mädchen. Also ich sehe wie ein Bild von mir als kleines Mädchen, genau. Man sieht die kleine Maya. Mhm. Und aus irgendwelchem Grund ist da unten so viel los. Und dann möchte ich, dass du zu ihr gehst, in das Bild, als wäre das ein Bild von euch beiden und du kannst dich vielleicht hinter sie stellen. Mhm. Und dann steht ihr beide da. Du hast die kleine Ina vor dir. Und ich möchte, dass du dir vorstellst, dass ihr beide an der Schwelle von einer Brücke steht. So eine schöne Brücke, die kann ganz tief oder ganz hoch sein, ist ganz egal. Das sind Bilder entstehen von einer Brücke. Und dann schaust du über die Schulter und du siehst, dass hinter euch
eine riesige dunkle Wolke ist. Und die Wolke hängt aus irgendeinem Grund mit diesem Gefühl zusammen im Bauch von euch beiden. Kannst du das spüren? Guck mal, wenn du dich umguckst, was siehst du? Was kannst du sehen, wenn du dich umdrehst? Was mit diesem Gefühl zu tun hat? Wie sieht es aus? Also ich sehe jetzt, dass die kleine Ina mich so fragend und skeptisch anschaut. Und beug dich mal runter, was braucht sie? Sag ihr mal, was sie braucht, damit sie sich sicher fühlt und gut. Und versteht, dass sie dieses Gefühl nicht braucht, um sicher zu sein. Sie ist sicher, sie wird das alles überstehen, was immer passiert. Sie will jetzt, sie nimmt mich an der Hand und will mit mir hüpfen und tanzen. Hüpfen, tanzen. Sag ihr, warte, wir hüpfen gleich. Und dann fühl, dass du ihr beide Lust habt, das Gefühl loszulassen im Bauch, oder? Ihr weghüpfen dürft. Ja, also sie ist sehr ernst auch, oder sie ja, schaut sehr ernst. Okay. Hat sie Sorgen? Jetzt schaut sie sehr, wie sagen, sie verschränkt jetzt so die Arme und schaut sehr mürrisch und ja, sie ist sehr zornig. Zornig, ja, sie ist zornig. Okay, frag sie mal, warum sie so zornig ist. Interessanterweise ist da im Nabelchakra sitzt die Wut von uns. Mhm. Also frag mal, wieso ist sie so zornig? Wieso bist du zornig? Was ist los? Was läuft schief? Sie darf so nicht sein. Darfst du nicht sein? Mhm. Okay, kannst du dich runterbeugen zu ihr, das so hinknien, dass ihr auf Augenhöhe seid? Okay, guck ihr mal in die Augen, in die schönen Augen. Und sag ihr, dass sie sein darf, wer immer sie sein will, vor allen Dingen sie selber. Und dass sie geliebt ist und toll und wunderbar. Und dass sie immer gehalten wird. Und dass ihr beide jetzt losgeht ins Licht. Um diese Zweifel hinter euch zu lassen. Okay. Wie geht's ihr? Geht's ihr besser? Schick ihr mal was rüber von deiner Kraft. Ja, schick ihr noch ein bisschen von deiner Kraft. Und dann nimm sie an die Hand, stell dich an die Brücke mit ihr. Guckt mal beide rüber zum anderen Ufer und seht mal, dass da ein wunderbares, helles, flirrendes Licht ist. Okay. Und dann rüber, über diese Brücke, Schritt für Schritt, Hüpfer für Hüpfer, ganz wurscht. Fühl, dass ihr beide zusammen geht in ein Sein, wo ihr wisst, dass ihr in Ordnung seid für euch, dass nur ihr so seid. Ina gibt's nur einmal, genau so. Oh Gott, es wäre furchtbar, wenn sie nicht sein dürfte, wer sie ist. Und ihr springt in dieses Licht. Und wenn ihr drüben seid, dann steh mit ihr einen Moment und breitet die Arme aus und fühlt das Licht. Und dass jeder, alle Inas und Sabines und Mareikes und wie sie alle heißen, dass jeder genauso gebraucht wird, wie er ist. Und dass die Kleine geliebt wird und toll ist und wunderbar. Und dass sie in dem Licht stehen und das ein bisschen reinsaugen, dass sie das in ihren Bauch saugen kann. Genau. Und dann guck sie mal an, geht's ihr gut? Ja, sie ist fröhlich und ich habe sie schon davor so durch die Luft gewirbelt und sehr gut. Mit ihr getanzt. Sehr gut.
Fülme, wie geht's dir? Ja, mir geht es jetzt auch viel besser. Ich habe ein bisschen wie so ein Kloß im Hals. Aber ja. Jetzt guck mal auf. Und dann pass auf. Lass die Augen nochmal zu. Und steh allein im Licht. Der kleine Ina darf weiterspielen. Die darf sich wegspielen. Und dann spür deinen Hals. Und dann schick mal ein bisschen von dem Wissen, dass du sein darfst, wie du bist und sagen darfst, was du willst. Und dass du hören darfst, was immer es zu hören gibt, im Außen. Dass es kein verkehrt und richtig gibt. In dieser Verbundenheit. Und dann fühl mal, wie wenn du tief atmest und das denkst, dein Hals sich ein Stück entspannt. Und stell dir vor, in diesem Licht, das bleibt hell, aber die Sicht wird klarer und du stehst vor einem türkisblauen See oder Meer. Ganz hell die Farbe. Und du spürst mit jedem Atemzug, wie du dieses frische, klare reinziehst. Und wie das deinen Hals freier macht. Genau. Ich darf sein, wie ich bin. Sagen, was ich will. Mich ausdrücken, wie ich möchte. Ich nutze meine Stimme, um meine Wahrheit zu sprechen. Und ich bin immer richtig. Und wie ist der Hals jetzt? Das Beste. Okay. Atme tief ein. Arme über den Kopf strecken. Und wie ist es jetzt? Erzähl mir, wie geht's dir? Ja, es ist viel besser, ja. Also mir kam auch einiges, ja, also Wut lasse ich sehr wenig zu und ich glaube, ich kann auch sehr wenig damit umgehen, wenn unser Sohn wütend ist oder ja, unzufrieden und ja. Und was könntest du tun, um deiner Wut mehr Raum zu geben? Das ist kein schlechtes Gefühl, Wut. Wir können nicht immer nur so erleuchtet in den Punkt sitzen. Ja. Weil die Alternative ist, dass du sie schluckst. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja. Und dann kommt der Knäuel wieder in deinem Magen. Also, also nach außen oder also das ist für mich irgendwie nicht der richtige Weg, aber manchmal ist es so eben, dass ich dann wütend, also dass ich auf meinen Mann wütend bin oder ihm dann irgendwie was sage und dann denke ich, nein, das darf ich nicht, das entspricht nicht der Liebe und ja. Das ist ja auch okay, du sollst nicht deine Emotionen an deinen Mann rauslassen, was nicht bedeutet, genau, dass du Sachen ansprechen darfst. Aber welche Dinge tun gut, wenn du wütend bist? Was würde gut tun, wenn du es machen könntest? Oh ja, da eine Türe zuknallen oder ja, irgendwas werfen, irgendwas. Ja. Und jetzt guck mal, wie könntest du das machen, sodass du keinem schadest, aber das raus darf? Du dem Impuls trotzdem nachgehen darfst. Wie könntest du das machen? Schreien. Ich könnte schreien. Oder? Ja. Und ja, das ist so wichtig, Ina. Weil wir denken, wenn wir spirituell und meditieren, müssen alle wie Gandhi auf der Straße sitzen und gewaltfrei irgendwas machen.
Ja, genau. Aber vielleicht sind wir alle einfach nicht Gandhi. Das ist einmal das eine. Und das andere ist, wer weiß, was der hatte, damit er so ruhig sein konnte, denke ich. Und ich, als meine Kinder klein waren, wie oft ich aus dem Zimmer gehen musste, die Tür etwas vehementer hinter mir geschlossen habe und dann gegen Türrahmen gehauen habe oder auf Kissen eingeprügelt. Und heute sind meine Kinder ja größer, sage ich, okay, ich muss mal kurz, entweder gehe ich ganz schnell um den Block, wenn das Wohnzimmer besetzt ist, oder ansonsten mache ich immer so ein altes Rocklied an, Killing in the Name of. Das ist so richtig. Ja, ich kenne es, ja. Und dann bin ich auf meinem Trampolin, wie so ein Rumpelstilzchen sieht das aus. Ja. Und dann hüpfe ich und schüttel. Und dann pass auf, das sind 2, 3, 5 Minuten, haust du drauf. Wirklich wie, als wärst du besessen. Und dann legst du dich auf den Boden flach oder auf die Couch oder aufs Bett. Und du kannst richtig fühlen, wie das von dir weggeht und wie du danach frei bist. Ja. Und auch das ist spirituelle Praxis, unsere Gefühle nicht wegzudrücken, sondern alle gleich anzunehmen. Und wenn wir sie wegdrücken oder nicht zulassen, dann kommen sie entweder raus bei jemandem, der nichts dafür kann. Ne? Dann maulen wir plötzlich irgendjemand an, der einen Parkplatz wegnimmt und der denkt, was ist die denn so verspannt? Oder wir werden selber krank, es richtet sich gegen uns und wir werden immer unzufriedener mit uns. Mhm. Also die Emotion muss raus, wenn wir traurig sind, müssen wir weinen. Du musst nicht vor anderen weinen, aber du gehst raus, weinst. Und wie du früher, wenn es laut war, auf Toilette gegangen bist, um tief zu atmen, gehst du jetzt los und lässt Wut raus. Das ist meine Hausaufgabe. Ja? Rauslassen. Einmal am Tag. Auch in der Nacht, mitten in der Nacht. Ja, wann immer du willst. Und du kannst, mein Gott, dein Kind ist 11 Monate. Also wenn der gerade knettert, dann, wie die manchmal so knatschig sind und man merkt, das steht einem bis hier und jetzt muss man noch kochen und die ganzen Ansprüche, weil wir so vorgegaukelt kriegen, dass wir perfekte Hausfrauen sein müssen. Und dann gehst du mal kurz raus für 2 Minuten, schreist, haus auf dein Bett und dann gehst du wieder rein. Und dein Kind wird den Energieshift merken. Also machst es für ihn auch. Ja. Für euch beide. Weil sonst. Ja. Ja, ich glaube, ich will es immer halten und ich will es nicht, genau, in mir. Ich will es nicht. Ich will immer die Liebe und. Ja, aber die Liebe. Ja, das geht nicht, ja. Die Liebe ist ja, guck mal die Liebe an. Die Liebe, wenn du diese Präsenz fühlst von diesem Licht, also wenn wir dir so eine tiefe Liebe und Verbundenheit fühlen mit dem Universum oder wie auch immer wir sind, die ist ja bedingungslos. Ja, ich weiß. Aber wir bringen die Dualität rein. Das darf, das darf nicht. Die Liebe ist immer da, gleichermaßen. Ob du wütend bist, sauer, neidisch. Mhm. Und natürlich sind die nach unserer Moralvorstellung keine guten Gefühle, aber wenn wir sie, alles, was du wegdrückst, wächst. Alles, was du wegdrückst, wächst. Ja. Weil das Wegdrücken mehr Energie braucht, also du fütterst es quasi. Mhm. Also du willst das nicht so schwer nehmen. Wenn du dich aufregst, schrei einmal, trample und dann mach weiter. Dann lass es, mach dich nicht fertig, sondern mach weiter. Lass es einfach raus und dann weiter. Ja. Sehr Moment, gut, zu Moment, zu Moment, zu Moment. Ja, ja, vielen Dank. Und ich möchte, dass du noch was weißt, Ina. Dieses erste Jahr mit Kind ist ein wunderbarer Zauber und mit Sicherheit hochromantisch und scheiße anstrengend und anders, als wir uns das Leben vielleicht ausgemalt haben, jedenfalls in den meisten Fällen. Die meisten Frauen vermissen Zeit für sich. Die meisten Männer, auch wenn sie sich ums Kind kümmern. Also ich will hier nicht da jetzt zu geschlechtsspezifisch sein, aber meistens habe ich das auch von Müttern, weil doch die alten Rollen noch sehr in unserer Gesellschaft verhaftet sind. Mhm. Und uns fehlt das. Und es ist wichtig, dass du die Zeit dir nimmst und dass du, wenn zum Beispiel, weiß nicht, ob dein Mann abends nach Hause kommt, ob du dann nochmal was für dich machen kannst. Ob du dann sagen kannst, pass auf, Schatzi. Und warum? Was ist das? Das kann jetzt keiner sehen, aber da gab einen interessanten Kopfmove. Was war das für eine Bewegung? Was ist abends los? Ja, abends, nein, er kommt später. Es ist einfach ein sehr geringes Zeitfenster.
da schaffe ich es gerade, was zu essen und dass eben unser Sohn was zu essen bekommt. Mein Mann füttert ihn dann auch, da kann ich noch mal in Ruhe essen. Und danach ist schon, ja, da mache ich mich fürs Bett fertig, weil ich dann mit ihm zu Bett gehe, mit unserem Sohn. Okay, das ist ja in Ordnung, weil du auch dann müde bist, oder? Genau, ja. Ja, und er ist auch er schläft spät, also er ist eine Nachteule. Okay, und morgens früh, wie ist es da? Morgens früh ist es so, dass ich eigentlich momentan, glaube ich, die Nacht verlängere durch Stillen. Und wenn ich das nicht tun würde, dann wäre er, glaube ich, noch früher wach, und mein Mann ist ein sehr, sehr spät zu Bettgeher, sehr, sehr spät. Das heißt, er kann so früh noch nicht aufstehen, weil er sonst gar nicht schläft. Oh, war ja, okay. Ja, ja. Das heißt, du stillst dann und dann schläft dein Sohn noch mal ein bisschen? Genau, ja. Und da ist es aber sehr unruhig. Also es ist fast so ein Dauer, ja, stillen, nuckeln, stillen, ja. Also manchmal nicht. Manchmal schläft er da doch noch mal eine Stunde, aber es gibt da keine Konstante, ja. Und ich weiß es eben vorher nicht. Also ich könnte da schon aufstehen früher. Aber es kann dann passieren, dass er eben wach wird, und dann entweder müsste ich abbrechen oder mein Mann müsste aufstehen. Genau. Okay. Aber du musst ja auch nichts erzwingen. Wir arbeiten erstmal mit der Wut rauslassen. Ja. Yeah. Und mit dem die Sachen nicht runterschlucken, was auch hier sitzt, ne? Ja. Yeah. Also hier ist ja, spreche ich meine Wahrheit. Ja. Yeah. Und lass dieses Thema Liebe und Licht und Freundlichkeit in die Welt bringen. Und du bist ganz strahlende Person, wenn ich dich so sehe. Aber lass nicht zu, dass das ein neues Idealbild wird, wo du Perfektion reinbringst und woran du dich misst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also es gibt keinen spirituellen Wettkampf. Keiner wird Erster. Ja. Keiner von uns. Ja. Und es ist auch, also wir können nur, du kannst viel lieber gucken, wie kannst du deine Tage leicht machen und lustig und fröhlich. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe gerade. Also auf der Wiese grasen, die sich gerade zeigt. Ja. Wenn ich mal bei dem Schaf wieder wäre. Ja, genau. Mal zurück zum Schaf kommen. Und ich würde dich bitten, dir mal anzugucken, neben dem Thema Wut rauslassen, was tatsächlich eine ernste Hausaufgabe ist, 40 Tage lang, jeden Tag Wut rauslassen, ja? Okay. 40 Tage, Challenge beginnt heute. Gut, sehr gut. Inas 40 Tage Wut-Challenge. Schau dir mal bitte an, ich schicke dir das nachher per E-Mail und ich verlinke das auch in dem Blogpost zu dem Coaching. Die Post zum Thema Nabel und Halschakra. Mhm. Damit du liest dir die durch, und da, wo du denkst, ah ja, das ist nett, das machst du. Du musst es nicht abarbeiten. Da stehen Affirmationen und Yoga-Übungen. Und du kannst eine Farbe oder einen Stein oder Kräuter. Aber da, wo du denkst, oh ja, lecker, das riecht gut, das mag ich oder so. Ja. Du willst so ein Gefühl von, ach ja, schöne Idee haben. Mhm. Sonst lässt du es ganz liegen, wenn das nicht aufkommt. Okay. Du willst mit Leichtigkeit wählen. Ja. Um das zu stärken, ne? Weil hier in dem Bereich, wo du warst, unter dem Rippenbogen, das Nabelchakra steht für unsere Energie. Mhm. Und es steht dafür, dass wir die Energie für das einsetzen, was uns am Herzen liegt. Und ob wir denken, wir dürften das. Und die Schattenemotionen von diesem Teil, also einmal ist Wut sitzt da. Ja. Und Scham. Ah ja. Mhm. Also dieses, bin ich gut genug, ich glaube, ich kann das nicht, ich schäme mich, wenn ich irgendwie ausbreche aus dem Scham. So. Genau, das ist unser Selbstwertgefühl. Und eigentlich
immer unsere innere Sonne. Eigentlich ist da dein Kraftwerk. Mhm. Und es war ja so spannend, was dieses kleine Mädchen gesagt hat. Und das, oder was ihr Grund war, dass sie halt nicht sein darf, wie sie ist. Und jetzt darf sie sein, wie sie ist. Wie ist es denn, wenn du jetzt mehr noch sein darfst, wie du bist? Was ändert das in deinem Leben? Wie würde sich das zeigen? Ja, manchmal denke ich auch, ich weiß es gar nicht, also wie ich eigentlich bin, weil ich das so lange unterdrückt habe oder eben nicht nach außen, also ja, immer so einen Schein gewahrt vielleicht auch oder immer noch wahre, ich weiß nicht. Ja, also es ist schon vieles, wo ich sage, so bin ich. Also mein Mann sagt manchmal, ich bin wie eine Schnecke oder ich bin eine Schnecke. Und da lache ich. Also da stehe ich jetzt dazu. Ich bin keine Speedy Gonzales, sondern genau, also ich bin jemand, der eben die Dinge gerne langsam tut und in Ruhe. Und ich denke auch, ja, also da sage ich jetzt auch, das ist gut so, weil ich merke auch, wenn ich es nicht so mache, dann geht es mir nicht gut. Also, ja. Und ich glaube, das ist jetzt auch gerade das Problem. Ich versuche irgendwie alles gleichzeitig und schnell zu machen, was mir nicht entspricht, genau. Und wo kannst du Abstriche machen, damit du wieder langsamer werden kannst? Wo kannst du ein Stück Schein bröckeln lassen? Ja, einfach zum einen genügsamer sein, wie das Schaf das sagte, auch nicht so perfekt, ja, vielleicht auch perfektionistisch. Und ich glaube auch, oder das kam mir noch, dass ich die Dinge zwar tue, aber ich tue sie langsam, also nicht schnell, wie ich sie jetzt vielleicht ja manchmal versuche, es so zu machen wie mein Mann oder weiß ich nicht, wie meine Mama, dass ich sie einfach langsam und dass es dann mache ich vielleicht auch nur die Hälfte von den Sachen oder und wie auch immer, ja. Wie fühlt sich das an, wenn du denkst, okay, ab jetzt versuche ich die Dinge wieder in meinem Tempo zu machen? Wie fühlt sich das an? Gut, das fühlt sich gut an, ja. Dann ist das eine zweite Aufgabe. Weil weißt du was, Ina? Vielleicht ist das dein Superpower. Mhm. Deine Superkraft. Alle Welt rennt und strengt sich an und versucht, alles Mögliche reinzupressen und wird krank. Mhm. Und du willst nicht von uns lernen. Du willst, dass wir wollen von dir lernen. Darum gibt es Achtsamkeitsseminare. Und weil du das hast, vielleicht bist du langsam, weil du gut im Moment sein kannst und weil du diese Verbundenheit eigentlich fühlst. Und vielleicht ist das deine Superkraft und dein Mann und dein Kind werden davon profitieren und deshalb sind sie bei dir in der Familie. Mhm. Also nächstes Mal, wenn du andere rennen siehst und siehst, was die alles versuchen zu schaffen in einer Woche, obwohl sie sich um ein kleines Kind kümmern und weiß der Geier, dann atmest du durch und du lachst genauso wie jetzt und denkst, die Leute, die sind ja verrückt. Ja. Was die sich alle für Stress machen. Genau. Ja. Und dann kann alles, was du tust, eine Brücke sein zu deiner Mitte. Mhm. Dann kann Kartoffelschälen die Brücke sein. Und das wird kommen. Ich bin mir da ganz sicher, dass diese Verbundenheit, die du früher fühlen konntest, wenn du dich richtig angestrengt hast, wenn du erlaubst, dass es leicht werden darf, wenn du den Glaubenssatz fallen lassen kannst, ich brauche das und das, sondern sagst, das ist gerade so, wir schauen mal, wie es geht. Ich mache jetzt alles so, wie es sich für mich richtig anfühlt. Dann wird eine andere Ruhe, ein anderer Frieden über dich kommen beim Tun der Sachen. Mhm. Und es wird sich legen auf dein Kind.
Und da wird was passieren. Und die anderen werden versuchen, dich anzuspornen, schneller wieder zu werden. Das musst du einfach nehmen, als, weil es ist so doof, alleine zu rennen. Und deshalb will man die wenigen Leute, die nicht rennen und die dieses haben, so, ach, guck mal, die Sonne scheint, ach, ich schneide diese Kartoffel. Ja. Die zeigen uns anderen, was wir noch nicht immer können. Und das nervt kolossal. Und dann wollen wir euch das nicht gönnen. Und dann sagen wir, mach mal halt schneller. Und dann musst du wieder denken, ach, die Leute. Ja, das ist gut. Ach, die Leute. Was die wieder haben. Was die immer denken. Ich kann nicht schneller, Schatz. Hast du die Sonne gesehen? Ja. Und er hat dich gewählt, weil man wählt immer sein Lernprogramm. Du wählst ein Programm, um sein zu können, wie du bist. Und er wählt ein Programm vielleicht, um ein bisschen lockerer zu lassen. Und nicht erst spät abends, wenn irgendwie genug gedaddelt oder geguckt oder gelesen wurde, die Entspannung zu fühlen, sondern zu verstehen, dass er die jederzeit fühlen kann. Und darum hat er eine Frau an seiner Seite, die das kann. Macht das Sinn? Ja. Gut. Prüf mal, wie es dir geht und ob du noch was brauchst. Oder. Ja, nee, mir geht es jetzt viel, viel besser, auch in meinem Magen. Ich habe sehr Magenprobleme in letzter Zeit. Da geht es mir doch viel besser in dem Moment. Genau. Und ja. Ja, du willst halt dein Nabelchakra stärken, ne? Nabelchakra willst du wirklich stärken und was dafür tun. Wenn du Magenprobleme hast, dann würde ich dir noch empfehlen, ich bin kein Ayurveda-Fachfrau, aber dank des Glücksjahres bin ich jetzt sehr mit Anita verbunden und beginne mich ein bisschen so laienmäßig auszukennen. Ja. Aber mir hilft total Pitta-Tee. Ah, okay. Beim Magenbrennen ist Pitta. Ah, super, ja. Mhm. Ja. Also das könntest du nochmal testen, aber auf jeden Fall wird die Langsamkeit... Wir haben das Energetische ja losgelassen. Du hast es hinter dir gelassen und bist über die Brücke gegangen. Also das müsste jetzt ganz anders sein. Yay! Ja, super, vielen Dank. Ja, ich freue mich sehr. Das war ein schönes Coaching. Schön, schön. Liebe Ina, pass auf, ich fasse nochmal für dich zusammen. Also das Schaf ist ein Zeichen. Wann immer du ein Schaf siehst, erinnert dich das Universum, die Energie, Gott, an was auch immer du glaubst, daran, dass du genügsamer sein darfst und es dir kuschelig machen darfst. Mhm. Und du willst dieses Schaf sehen. Und es bringt nichts übrigens, nach Zeichen zu suchen, weil dann das funktioniert nicht. Ich weiß, mein Kind hat dieses Schafbuch, ich hole das mal raus. Ach, schon wieder. Nein. Das funktioniert nicht. Aber du wirst irgendwo lang gehen und nicht dran denken und plötzlich wirst du es sehen und es wird genau der Moment sein, wo du es brauchst. Und das kann morgen sein oder in einem Monat, ist ganz wurscht, aber du wirst es wissen. Mhm. Ja? Okay. Und das Zweite ist 40 Tage Wut rauslassen. Du willst diese Energie, die da unten sich gesammelt hat, noch bewusst entladen. Und wenn du an einem Tag nicht wütend bist, dann möchte ich, dass du trotzdem irgendwie einfach eine Minute auf dem Kissen haust. Einfach, weil es passt. Mhm. Dein Sohn kann mitmachen, muss er nicht. Ja. Mach einfach. Lässt es raus, du willst Energie rauslassen. Ja, ja. Ja. Mach tagsüber, sonst denkt dein Mann, jetzt ist ganz vorbei. Ne? Erst guckt sie immer versonnen die Kartoffeln an beim Schälen und jetzt immer. Was ist da nur los? Und das machst du 40 Tage lang. Kannst du dir im Kalender anstreichen oder so, dass du das weißt. Und dann willst du dein Tempo die 40 Tage. Immer wieder, wenn du wirst dich ertappen dabei, dass du denkst, ich mache noch schnell das, weil das ist die Krankheit von uns Müttern, dass wir denken oder von denen, die zu Hause sind und Haushalt und Kind, also ein kleines Kind von 11 Monaten ist einfach ein Vollzeitjob, ne? Noch mehr als das, mehr Stunden als das. Und du willst sowas haben. Ja, ich bringe nochmal schnell den Müll raus. Ich mache nochmal schnell das. Ah, es kommt meine Mutter. Ich sollte noch kurz aufräumen. Mhm. Und du erinnerst dich dann, immer wenn du dich ertappst beim Beeilen, lässt du das fallen. Drop it like it's hot. Okay? Ja. Du willst sofort aufhören und du willst dich darüber freuen, dass es dir aufgefallen ist. Du willst dich nicht ärgern, dass du das gemacht hast. Nicht, oh, jetzt habe ich mich schon wieder beeilt, jetzt wollte ich nicht, überhaupt noch die 40-Tage-Challenge, verdammt. Sondern du willst sagen,
Oh, ich merke es. Gut, okay. Ah, ich kann gar nicht aufräumen, weil die kommen gleich schon. Na gut, dann wenigstens die Kekspackung packe ich weg. Du atmest durch und spielst mit deinem Kind und machst weiter easy, okay? Das ist die Aufgabe. Sehr gut. Ja, hast du Lust drauf? Ja, total, ja. Ah, dann freue ich mich sehr. Gibt es irgendwelche Fragen noch? Prüf mal bitte, ob du noch Fragen hast. Nein, alles gut. Alles gut, ja. Sehr schön. Sehr gut. Liebe Ina, ich danke dir für dieses schöne Coaching. Und ich mache jetzt ich danke dir. Ich mache die Aufzeichnung jetzt gleich aus. Und ihr Lieben, ich danke euch auch fürs Zuhören. Wie immer, wenn euch der Podcast gut gefallen hat oder ihr jemanden kennt, den ihr gut tun könnt, dann leitet es weiter. Lasst Kommentare da, eure Gedanken. Ina wird anonym bleiben. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir die gerne stellen und mir einfach schreiben. Und ich freue mich, von euch zu hören und zu schauen, was das mit euch gemacht hat. Alles Liebe und bis bald. Hey und pst. Es gibt einen neuen Podcast von mir, der ursprünglich auf einer von mir geschaffenen Kursplattform nur zur Verfügung gestellt wurde. Er heißt Zurück zur Natur und ich beschreibe darin, wie ich ätherische Öle und Supplements nutze und was ich den Leuten, die das mit mir entdecken, rate. Wenn du also Lust hast, auf diesem Weg auch mir ein bisschen zuzuhören, dann findest du Zurück zur Natur überall da, wo du auch diesen Podcast findest. Viel Spaß beim Zuhören.